Klein und fein, so muss ein Punschkrapferl sein. Für die Punschkrapferl haben wir aus einem Fleck, Biskuit, kleine runde Kreise ausgestochen. Die Reste habe ich schon da in die Schüssel reingetan, damit man sie einfach weiterverwerten kann. Zu den Bröseln kommt jetzt Marillenmarmelade, Zitronensaft und ein ordentlicher Schluck Rum. Das Ganze wird jetzt da circa eine Minute durchgeknetet. Für die Füllung von dem Punschkrapferl wird als erstes ein Boden reingedrückt. Danach nimmt man ungefähr eine walnussgroße Kugel in die Hand, ein bisschen größer vielleicht, und drückt sie dann schön gleichmäßig in die Form. Wichtig dabei ist, dass die Masse schön dicht ist. Als Abschluss nimmt man einen kleinen Deckel, drückt ihn gleichmäßig auf die Form und drückt das kleine Punschkrapferl heraus. Zum Tunken nehme ich ein kleines Punschkrapferl, schaue, dass es perfekt in der Form ist, zerstöre die Oberfläche vom Fondant. Der darf übrigens nicht heißer als 70 Grad sein, sonst stirbt er. Und dann tunke ich das kleine Punschkrapferl einfach hinein. Und das wiederhole ich so oft, bis alle Punschkrapferl glasiert sind. Die kurz angetrockneten Punschkrapferl werden jetzt da vorsichtig mit einem Messer untergeschnitten. Dabei ist zu achten, dass man den Fondant wirklich ordentlich und sauber wegschneidet. Jetzt, wenn die Punschkrapferl in den Kapseln sind, werden kleine Rosen als Dekor dazu gemacht. Ihr habt mir zwei Farben Rollfondant geholt, einmal violett und einmal weiß, und werde jetzt da im abwechselnden Muster die Rosen drauf setzen. Dafür mache ich ein kleines Kugel, dann ein Würstel, dann wird es platt gedrückt, runterzogen und vorsichtig eingerollt.